Es gibt Situationen, die uns überfordern. Wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, kann das ein Trauma auslösen. Einer dieser Auslöser ist häufig körperliche Gewalt. Eine Erfahrung, die auch diese 17-Jährige gemacht hat. Sie möchte unerkannt bleiben. Wir waren halt Schlagkinder. Wir wurden immer von unserem Vater geschlagen. Meistens wurde ich mit Gegenständen geschlagen, mein Bruder halt mit Fäusten, weil er sich halt wehren konnte und ich halt nicht. Und irgendwann mal, wenn man geschlagen worden ist, ja, nimmt man das irgendwann mal so hin, dann ignoriert man das auch irgendwann mal. Auch die Schmerzen ignoriert man dann auch. Klar, man weint unter der Decke oder so. Ja, aber äußerlich, ja, zeigt man halt keine Schwächen oder so. Ja, dann nur lieber Stärke. Wer über Jahre immer wieder solche schrecklichen Erfahrungen machen muss, leidet besonders stark. Aber was passiert eigentlich genau bei einem Trauma? Eine bedrohliche Situation löst in uns Angst und Schrecken aus. Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin machen uns bereit für Angriff oder Flucht. Bei einem traumatischen Erlebnis ist der Reiz so stark, dass die Betroffenen nicht mehr handlungsfähig sind und völlig hilflos werden, regelrecht erstarren können. Das geht bis zu dem Gefühl, aus dem Körper auszusteigen und die Situation wie von außen mitzuerleben. Das innere Gleichgewicht gerät aus den Fugen. Die Psychologin Anna Vogel weiß, was traumatisierte Patientinnen und Patienten besonders belastet. In diesem Stressereignis wird das Gedächtnis auch tatsächlich ganz schön überfordert. Das kann das Ereignis eigentlich gar nicht so einordnen, wie es das normalerweise machen würde. Und ob ich möchte oder nicht, mir purzeln ständig die Erinnerungen wieder um die Ohren. Und das ist das, was wir dann auch in der Therapie machen. Das ist zwar schmerzhaft, aber es ist wichtig, dass wir uns diese Erinnerungen noch mal genau angucken. Genau das schreckt viele Betroffene ab. Sich bewusst immer wieder dem Erlebten zu stellen, ist schmerzhaft. Deshalb leiden sie oft jahrelang, bevor sie sich Hilfe suchen. Auch Svenja Beck wurde Opfer häuslicher Gewalt. Sie wurde über Jahre von ihrem Ehemann misshandelt. In seiner Wut ging er so weit, dass er versuchte, sie umzubringen. Es war praktisch so eine Bestrafung, dass er den Spieleabend verloren hat. Und ich ihn seines Erachtens nachher ausgelacht habe. Er hat beide Hände genommen, in mir in die Haare genommen, richtig, und hat mich von der Küche in die Toilette geschliffen, an den Haaren. Und er war auch mit meinem Kopf schon an der Toilette dran. Und ich habe mich so gewehrt, ich habe so um mich geschlagen. Und er hat sich dann komplett über mich gelegt und hat mit dem Bein auf meinen Brustkorb und hat mir dann die Kehle zugedrückt und habe dann gemerkt, dass ich Todesangst empfunden habe und habe gemerkt, dass ich keine Luft mehr bekomme und dass ich nicht mehr Luft holen konnte. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die Augen verrollt habe und dann waren es Bruchteile von Sekunden weg und auf einmal hat er abgelassen. Solche Erlebnisse wirken lange nach. Psychologen sprechen dann von einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS. Rund 8% der Betroffenen entwickeln nach einem traumatischen Ereignis diese seelische Störung. Die Auswirkungen sind gravierend. Bei PTBS ist die Amygdala besonders aktiv und das dauerhaft. Diese Hirnregion ist für das Erkennen akuter Gefahren zuständig. Doch nun löst sie häufig Fehlalarm aus, selbst bei eigentlich harmlosen Ereignissen und auch wenn das Trauma schon Monate oder Jahre zurückliegt. Die Betroffenen haben den Eindruck, das Trauma wiederhole sich immer wieder im Hier und Jetzt. Dieser Dauerstress hat Folgen. Die ständige Präsenz des Traumas kann zu Schlafstörungen, Bluthochdruck, chronischen Entzündungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Die Psychotherapeutin Anna Vogel erlebt Betroffene mit ganz unterschiedlichen Beschwerden. Dass ihnen ein Trauma zugrunde liegt, ist nicht immer offensichtlich. Die Betroffenen können nicht mehr gut schlafen, haben Konzentrationsprobleme, sind sehr schnell zu erschrecken, fühlen sich die ganze Zeit angespannt. Ja, und all diese Beschwerden führen dann natürlich häufig einfach zu einer starken Belastung auch im Alltag.
Die Folgen reichen von Aggressionen über sozialen Rückzug bis zu Sucht, Depression und Suizidgedanken. Wichtig ist, dass die Betroffenen erkennen, dass sie Hilfe brauchen und den Schritt in eine Therapie wagen. Nach einer Phase der Stabilisierung geht es darum, sich das Erlebte bewusst zu machen und Strategien zu entwickeln, damit umzugehen. Dazu gehört, falsche Überzeugungen zu hinterfragen, wie eine vermeintliche Mitschuld am Geschehenen und neu zu lernen, die eigenen Gefühle zu steuern. Was wir uns ja wünschen, ist eine dauerhafte Veränderung im Denken, im Verhalten, im Gefühlserleben. Und das ist aber zum Glück auch den meisten Patienten und Patientinnen bewusst, dass Therapie einfach auch Arbeit bedeutet. Eine enorme Kraftanstrengung. Bei Svenja Beck dauerte die Therapie mehrere Jahre. Sie hat darin ihre Gewalterfahrungen verarbeitet. Heute lebt sie mit einem anderen Mann in einer glücklichen Beziehung. Auch der jungen Frau, die als Jugendliche von ihrem Vater geschlagen wurde, geht es heute besser. Deswegen finde ich das halt gut, dass ich meine Entscheidung selber in die Hand genommen habe, um einfach zu sagen, es ist vorbei, ich gehe jetzt, auch wenn es mir schwer gefallen ist. Sie hat den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen. Ein wichtiger Schritt, weg vom Trauma und zurück in ein normales Leben.